Ahoi, ihr Freibeuter der Brettspielmeere und schön, dass ihr heute wieder mit an Bord seid. Hier spricht euer Kapitän, der Brettspielpirat. Es freut mich, euch heute dieses Video präsentieren zu können. Es handelt sich um den Prototypen, den ich schon in meinem Video das Brettspielwochenende angekündigt habe, und zwar Unlimited Power Alchemy. Ich habe Rücksprache mit dem Autor gehalten, denn ich will versuchen, sein Video oder besser gesagt sein Spiel in dem besten Licht dastehen zu lassen, wie es mir möglich ist. Dazu hat er mir verraten, dass mit seinem ersten Spiel, sprich diesem Unlimited Power Alchemy, eine Trilogie geplant ist. Das heißt, wenn ihr oder auch andere dieses Spiel echt cool und toll finden und es entweder über Kickstarter, GameFound oder vielleicht direkt bei einem Verlag umgesetzt werden kann, dann können wir uns noch auf zwei weitere freuen. Er hat mir auch schon da ein paar Eckdaten dazu genannt und glaubt mir's, unterstützen wir ihn, denn dann kommen noch zwei riesig geile Spiele dazu. Das nur mal so kurz am Rande. Wer ist jetzt dieser berühmt-berüchtigte Autor, von dem ich jetzt seinen Prototypen endlich spielen durfte? Autor des Spiels ist Michael Marschan. Das grafische Design kommt von Julie Marschan, sprich seiner Frau. Hierzu verlinke ich euch in der Infobox des Videos ihren Instagram-Kanal. Schaut mal vorbei, ihr werdet dort wunderschöne Grafiken und Zeichnungen finden. Anzahl 2 bis 4 Spieler, Dauer 30 Minuten pro Spieler und als Alter ist 14 plus angegeben. Mechaniken des Spiels sind Ressourcenmanagement und Engine Building. Bevor wir aber jetzt zum Let's Play kommen, möchte ich euch noch ein paar Dinge im Detail zeigen, damit ihr euch auch beim Let's Play einfacher tut, was wir hier machen. Was aber sehr cool ist beim Let's Play, ist es, dass der Designer uns zur Seite gestanden ist und wir schon ein paar Gedanken mit ihm teilen konnten, was wir gut finden, wo es vielleicht Verbesserungen gibt. Er uns aber auch sehr vieles erläutern kann, wenn wir nicht weiter gewusst haben. 2 Spieler haben das Spiel schon mal gespielt oder waren längere Zeit als Tester dabei und 2 Spieler, darunter bin ich einer, haben es zum allerersten Mal gespielt. Jetzt würde ich aber sagen, schauen wir uns die Dinge einmal im Detail an. Wir sehen hier 4 Spielerboards, dazu aber noch ganz kurz die Geschichte hinter dem Spiel. Wir sind 4 Persönlichkeiten im Gehirn eines Zauberers, der mit verschiedensten Experimenten es dazu gebracht hat, leider Gottes, seine Persönlichkeit aufzuspalten. Wir sind jetzt eine dieser und versuchen, wie er, durch Experimente ihn im Laufe des Spiels zu kontrollieren, sprich die Oberhand über den Zauberer zu bekommen. Dazu schauen wir uns mal den obersten Bereich eines Spielerboards an. Wir sehen hier die Mana-Leisten, die wir im Laufe des Spieles sammeln können. Wie wir auch sehen, sind einige dieser Felder eben, wie soll ich sagen, ambivalent. Dass beide Steine können drauf gezogen werden. Aber Achtung, wenn wir Mana einsammeln, es dazu kommt, dass sich 2 Scheiben treffen, dann explodiert die Mana-Leiste, die gerade gezogen wird. Das heißt, das kann ein riesengroßer Nachteil für unser Spiel sein. Wir müssen hier versuchen, das richtig zu handeln, dass uns das eben nicht passiert. Alles, was ich euch jetzt erkläre, wird aber dann auch im Let's Play klarer werden. Dann schauen wir weiter. Unter unserem Konterfei sehen wir Gedanken. Da werden physische Gehirne abgelegt, immer wenn wir einen Gedanken zu einem Denker spielen, werden neue Boni freigeschalten, die wir am Anfang der Runde erhalten. Unser Handkartenlimit ist grundsätzlich 5, aber wir können es steigern, müssen am Ende jeder Runde auf unser Handkartenlimit Karten reduzieren. Daneben haben wir Bonusaktionen. Diese können wir so oft ausführen, wie sie entweder drunter stehen oder wir die Möglichkeiten dazu haben. Nachdem wir uns jetzt die Spieler Tableaus angeschaut haben, würde ich sagen, gehen wir weiter zu den elementar wichtigen Karten, über die wir eben Mana und Aktionen lukrieren können. Das sind die 8 Basis-Essenzkarten. In Blau, Gelb, Grau, Grün, Purpur, Violett, Rot, Weiß und Schwarz.
Das ist die Rückseite, das ist die sogenannte Sammlerseite. Mit dieser Seite sammle ich eben meine Manas ein und versuche dazu aber am besten es so zu kombinieren, dass ich eben meine Mana-Stränge nicht überstrapaziere und irgendeine der Essenzen explodieren lasse. Wenn wir aber nicht Mana sammeln wollen, sondern Aktionen spielen oder Denker akquirieren, müssen wir uns die Vorderseiten anschauen. In dem Fall eine Vorderseite einer gelben Karte. Spielen wir sie als Helfer, müssen wir dafür ein gelbes Mana abgeben und dann haben wir die Aktion ziehe 3, behalte 2, sprich Karten. Würden wir sie andersherum spielen, und zwar als Denker, bräuchten wir ein purpurnes Mana, 2 gelbe, ein graues. Dann legen wir ein physisches Gehirn drauf, das heißt, wir schalten Boni für die nächste Runde frei und bekommen 2 Essenzpunkte, / Siegpunkte. Damit wir wissen, welche Farbe für welche Richtung steht, auch für welche möglichen Taktiken, haben wir hier eine Kartenübersicht von den jeweiligen Mana-Farben. Da stehen rote Karten für Helfer und Assistenten, die uns meistens entweder Sofortaktionen oder passive Fähigkeiten verleihen. Blaue Karten stehen eher dafür, dass man Denker besser und günstiger abhandeln kann und die Laborleiste manipulieren kann. Grün sind eher so Unterstützerkarten, wo man Runen bekommt oder Aktionskarten drehen kann. Gelb sind Karten ziehen und Handkarten aktivieren. Das heißt, damit kann man andere Karten besser ins Spiel bringen. Grau ist eher die Sammlerfraktion. Hier kann ich Mana generieren in unterschiedlichsten Farben oder eben Mana manipulieren. Dann habe ich Purpur, hier kann ich Karten manipulieren. Weiß steht eher für Schutz und Beschützen und ich kann einen Plusmarker erhalten. Für was all das, was hier steht, dann wirklich umgesetzt werden kann, seht ihr auch im Let's Play. Und Schwarz steht für Karten wiederbeleben und einen Minusmarker. Es gibt aber nicht nur die 8 Basis-Essenz-Karten, sondern es gibt auch Joker-Karten. Wenn ich sie mit der Sammlerseite spiele, sprich mit dieser sehr bunten, farbenfrohen Seite in die Auslage spiele, dann kann ich ein Mana meiner Wahl generieren. Natürlich gibt es auch hier eine Vorderseite. Und wenn ich die spiele, habe ich auch da wieder die Möglichkeit, entweder als Helfer oder als Denker zu spielen. Diese Karten sind grundsätzlich farblos, auch wenn hier alle Farben drauf sind. Wo ist da der Unterschied zu den Basiskarten? Die Basiskarten können mit Runen aktiviert werden. Eine Jokerkarte kann eben nicht mit einer Rune aktiviert werden. Der Helfer kann aber mit einer beliebigen Mana-Farbe aktiviert werden, wohingegen der Denker immer vorgegebene Manas hat, die abzugeben sind. Jetzt haben wir viel über Karten gehört, wie man sie spielen kann als Sammler, als Denker, als Helfer. Aber wo spiele ich die hin? Und hier präsentiere ich euch den Spielplan. Ich finde ihn super übersichtlich und aufgeräumt. In der ersten Phase des Spiels ist die linke Seite wichtig, wohingegen in der zweiten Phase dann die rechte Seite wichtig wird. Wir brauchen uns nie auf den ganzen Spielplan konzentrieren, sondern immer nur auf eine der beiden Seiten. Ganz oben haben wir die Essenzleiste, / Siegpunktleiste. Jeder beginnt mit 3 Essenz. Das Spiel endet, wenn jemand die 15 erreicht oder überschreitet und dann wird die aktuelle Runde fertig gespielt. Was machen wir am Anfang einer Runde oder überhaupt zum Spielbeginn? Wir legen eine Karte mit der Denkerseite in die Laborleiste. Das ist schon einmal der erste Gedanke, den jeder denken kann, wenn er es will. Und dann wählen wir einen Startspieler. Der wählt ganz gleich eine Farbe. Die werden hier unten im Buch auf die Meeple abgestellt. Und dann beginnt die Planungsphase. In dieser Phase überlegt sich jeder Spieler eine seiner Handkarten in den Slot vor seinen Meeple abzuspielen, entweder als Sammler, als Denker oder als Helfer. Das machen wir zweimal. Wenn wir das getan haben, kommen wir auch schon zur Aktionsphase. In der Aktionsphase gehen wir jegliche Karte durch und jeder Spieler führt jede Karte, wenn er es kann, natürlich aus.
dabei zu beachten, dass immer der Spieler der die Karte gespielt hat, immer auch als erstes seine Karte aktiviert. Auch wenn es einen Startspieler gibt und der zweite Spieler an der Reihe ist, seine Karte auszuführen, beginnt er mit seiner Karte und nicht der Startspieler. Nach der ersten Aktionsphase kommt eine Inspirationsphase. Die läuft genauso wie die allgemeine Aktionsphase, nur in dieser Phase können wir Karten spielen, die nur wir aktivieren können. Dann kommt eine zweite Aktionsphase, auch die endet wieder mit einer Inspiration. Nach dieser Aktionsphase wird geschaut, sind Denker noch unten im Buch, die noch nicht fertig gedacht worden sind, dann wandern sie nach oben in die Laborleiste. Ihr seht, wir haben hier 4 Plätze für Denker. Eine liegt ja schon zu Spielbeginn da, möglicherweise kommt noch eine oder eine zweite dazu. Sollten hier oben alle Plätze belegt sein und es kommt ein Denker nach oben, ist es so, dass die Karte mit den meisten Gehirnen darauf aus dem Spiel scheidet und der Spieler, welcher es nicht geschafft hat oder nicht wollte, eines seiner Gehirne draufzulegen, weil er es fertig gedacht hat, verliert eine Sense. Und ihr könnt euch vorstellen, das ist natürlich das, was wir tunlichst versuchen zu vermeiden. Haben wir mal das jetzt alles abgeschlossen, wandern wir schon in die ins Forschungslabor, in die Forschungsphase. Hier werden alle Karten von der Forschungsauslage abgeräumt und neu aufgedeckt, plus eins der Spieler. Das überspringen wir natürlich zu Spielbeginn. Auch die Recyclingsphase überspringen wir zu Spielbeginn. Da ist es so, wenn ich schon irgendwelche Forschungskarten besitzen würde im Fortlauf des Spiels, könnte ich eine zurückgeben und mir eine neue nehmen. Warum ich das machen würde, erkläre ich euch dann im übernächsten Schritt, weil nachdem geht es dann weiter, Denker aktivieren. Sollte ich in meiner Aktionsphase noch nicht genügend Ressourcen gehabt haben, um eine Denkerkarte zu aktivieren und ich mir in der letzten Inspiration möglicherweise genau diese Manas geholt habe, kann ich hier noch einmal einen Denker abschließen. Wenn das passiert ist, geht es weiter in Forschungskarten erhalten. Wir sehen hier das Buchsymbol mit dem grünen Pfeil, heißt eben bekommen, darunter 3 Essenzsternchen. Das bedeutet nichts anderes, als jede Karte 3 Essenzen kostet. Aber keine Angst, wir müssen die Essenzen nicht abgeben, wir müssen sie nur haben. Aber wir können nicht mehr Karten uns holen als Essenzen, die wir besitzen. Als nächstes kommen dann die Joker-Karten. Joker-Karten sind, wie ich euch schon gezeigt habe, ebenfalls Essenzkarten, aber etwas mächtiger als die Basiskarten. Da ist es so, auch für die brauchen wir Essenz. Das heißt, ich muss dann schauen, wenn ich Joker und Forschungskarten haben will, habe ich genügend Essenzen schon gesammelt. Bei den Jokers ist aber so, auch hier könnte ich mir mehrere Joker nehmen, wenn ich am Zug bin und nicht so viele Essenzen besitze. Aber mit jeder weiteren Joker-Karte kommt plus eine Essenz dazu. Dann geht es weiter. Ich ziehe 3 Karten und erhalte alle sichtbaren Boni meiner Gedankenleiste. Und in diesem Zug muss ich aber auch auf 5 Handkarten wieder reduzieren. Es kann oft von Vorteil sein, viele Handkarten zu besitzen, um mir das Beste auszusuchen. Bedenkt aber dabei, Joker-Karten zählen ebenfalls zum Handkartenlimit dazu. Und wenn wir das alles absolviert haben, ist eigentlich eine Runde vollkommen vorbei. Es wird nur mehr die Spielreihenfolge neu angepasst und weiter geht es mit einer neuen Runde. Jetzt habe ich euch so ziemlich kurz und knapp, hoffe ich, alles erklärt, was wichtig ist für das Spiel. Um das jetzt dann noch besser zu verstehen, würde ich sagen, Vorhang auf und wir jumpen hinein ins Spiel. Ja, ich bin nur mit Spaß machen. Ja, ja. Gut. Das wird schon blöd, ja. Boah, bist du der Wahnsinn. Der hat den Zug rückgängig gemacht und dann wieder das gleiche gespielt. Sieht ja einfach jeder eine rote Karte in der Nacht. Gut, das bringt nicht schon viel. So, jetzt hätte ich mal gesehen. Genau, also ich gesagt, der Tiebreaker, wenn mehrere Spieler gleich Präsenz haben, ist, wer hat mehr Mana? C1 und erhalte eine blaue Rune. Eine blaue Rune. Ich bin mal spendabel. Ich gönne uns mal allen eine. Spielmaterial ist auch tatsächlich begrenzt. Okay. Also ein Kuli hier, ne, gell? Den wir gucken lassen.
Ja. Ein bisschen klein. Ein bisschen klein, ja, aber. Gut, du legst ja auf die Karten drauf, es soll ja auch nicht alles verdecken. Ja. Einen Laborflieger haben wir auch. Nöbel. Wo sind die Nöbel? Oh. Sie anzeigt einmal in dieser Farbe. Aktiviere diese. Und jetzt geht's unten weiter mit genau, der Unterentscheidung. Mit dir. Aktiviere heißt. Aktivieren heißt, Inspiration. Nein. Genau, du darfst ja, wenn nichts dabei steht, heißt immer aktivieren, du darfst eine Seite aussuchen. Aber, und ich gehe doch nur für mich, wenn ich das mache. Genau, genau. Also wie Inspiration. Genau. Nur, dass wir es alle machen. Ja, klar, aber jeder hat eine andere Karte. Das ist eine andere Karte. Genau. Das ist aber ja. Gut. Es ist, ich kann aber von den drei jetzt aussuchen, welche ja. Ich ziehen will. Ja. Das ist weiß, ja, oder? Na, Moment, ja, genau, ja. Also, muss ja das ganz fassen. Na, ich wollte nur mal wissen, was das für Karten ist. Weiß genau. Was will ich? Was will ich? Sind die auch thematisch ein bisschen? Also, das Feuer irgendwie eher so? Habe ich es da gebildet? Ich glaube nicht. Feuer ist auf Helfer. Eis ist auf Denker. Grün ist auf, Runen? Was auf Runen, ja. Was auf Denker? Blau. Blau, ja. Gelb ist auf Karten ziehen und Karten aktivieren. Mhm. Grau ist Mana. Lila ist divers, Karten verändern. Weiß ist Schutz und Schwarz ist Nekromantie, wo man Karten, die bereits abgehandelt wurden, noch einmal aktivieren kann. Schön, das alte ist auch hoch. Gut, aber den Mechanismus, dass man einen Schutz ausgibt, um eine Karte nicht aktiviert zu müssen, gibt es nicht mehr. Hat nie wer verwendet und dann kann es gleich vereinfachen. Ich hätte es bestimmt. Okay, nie ist übertrieben, aber sehr wenige. Die meisten haben es eben verwendet, um Explosionen zu verhindern. Und dann, gesagt, ja, dann kann man das auch so strohen. Kann man auch anderen reinscheißen, damit bei ihm was explodiert? Definitiv. Sehr gut. Just, indem ich jetzt noch zwei Karten habe, die werde ich in der Inspirationsphase spielen. Richtig. Und ich habe immer meine Handkarten weg. Naja, es kann sein, dass du während dem der Runde welche blauen halt. Aber generell, wenn du Handkarten am Ende der Runde noch hast, dann ist das einfach nicht so. Okay. Ja, blöde Frage. Ja, achso, dann passt schon. Cool. Einmal. Das habe ich eine blöde Frage. Einmal. Theoretisch. Genau, weißt du, ich sehe, da oben ist schon ein Auftrag, der schon im Labor liegt. Was in schwarz und grau hat ein bisschen viel zu sagen. Ah. Müsste ich ausgehen, oder? Ja. Ja, naja. Aktionsphase. Da muss ein blaues ausgeben und da. Aber das, jetzt gehen wir einmal. Das könnte ja gleichzeitig machen, jeder kriegt ein rotes. Aber da erhält man doch ein blaues, oder? Ja, das kriegt man. Also stimmt, du hast recht. Genau. Und da kriegt man hier auch eins. Ja, ja, das kriegt man aus. Sorry, ich hab's nicht gelesen. So, ein rotes Mana kriegst du noch? Was? Ein rotes Mana. Und dann beginnen wir mit Sami. Gib ein blaues aus. Sie hat eine blaue Spur. Ich gebe auch ein blaues aus. Damit lassen. So. Genau. Bitte eine blaue Rune. Jo, danke schön. Eine blaue Rune. Also ich muss das jetzt machen. Du musst es machen. So, ja. Ziehe ein Spieler war alles ein bisschen. Ja. Spieler war alles so ein bisschen. Weiß nicht. Divers. Es wäre cool, wenn das noch irgendwo hier auf diesem Markt. Hatte ich aber noch nicht ausgedruckt. Ja, gut. Aktiviere die Karte, können alle drei Möglichkeiten sein, richtig, oder? Sammler, Helfer und. Wenn es nicht eingeschränkt ist auf der Karte, ist aktiviert beliebig. Achso, okay. Jetzt bin ich hier, oder? Aktionskarten sind die, ja. Jetzt bin ich wieder am Platz. Genau, die Erklärung steht auch auf der Rückseite. Aktionskarten sind Karten auf der Aktionsleiste. Also, ich glaube, jeder kriegt ein blaues, gell? Jo. Jeder kriegt ein blaues, oder? Ein gelbes. So, jeder kriegt ein blaues. So, jeder kriegt ein blaues. Ja, ja. Und jetzt mit dir beginnend, gelb abgeben. Ziehe eins. Ziehe eins, alte Mana dieser Farbe. Wir brauchen noch ein schwarzes Stein, das entlang der Kartenreihe. Und aktiviere diese Karte. Triebigistus. So,
die ich jetzt gezogen, da kann ich jetzt quasi das, einen, das oder das aktivieren. Genau, richtig. Das vorne kann ich nicht aktivieren, weil ich wahrscheinlich... Du kriegst aber mehr Violettes, oder? Genau, du kriegst einen Mana dieser Farbe, das heißt, du könntest einen Helfer gleich aktivieren, wenn du lustig bist. Aber nur, wenn du lustig bist. Oh Gott, das ist ein bisschen... Dann muss ich das zahlen, das geht sich nicht aus. Und aktivieren war ich immer trotzdem auf der Hand. Nein, du musst auch spielen. Du musst jetzt ausspielen. Und wie? Du ja, legst einfach auf den Ablagestapel. Ach, es gibt. Ja, den also kriegst ich du. Ich krieg einen Mana. Genau. Du drehst trotzdem um. Nächste. Weil da hätte ich jetzt im Endeffekt nichts machen können, weil das aktiviere ein Denker auf der LeBron-Aktionsleiste. Das, das ist eine vergangene Karte. Wobei, alle die schon ausgespürt. Warte mal ganz kurz, das ist aber der Bohrleiste. Da müsste ich auch, aber da muss ich zahlen, schätze ich. Da müsste ich auch zahlen. Und den kann ich noch nicht zahlen. Kriege schwarz. Hätte ich nichts anderes machen können. Kriege schwarz. Ich würde sie ausspielen als Helfer. Erhalte eine vergangene Karte. Ich hebe das Schwarz wieder ab. Mhm. Und schütze diese Farbe. Was soll ich schützen? Du nimmst eine Karte aus der Leiste raus. Weil die schon vergangen ist. Genau. Das ist eine der drei, kann ich jetzt nehmen. Genau. Das, das ist, das kannst du im Endeffekt blau oder rot schützen. Vergangen steht da, ich glaube. Richtig? Nein, bitter. Ja, okay. Alles, das ist gleich ein guter Punkt. Alles, was hinter Triebgistus ist. Die halte ich jetzt bei mir. Was steht denn da drin? Was steht da? Auf der Range und halte eine vergangene Karte und schütze diese Farbe. Das blau, das kann da. Ich das umdrehen und bleibt auf der Hand. Sehr gut. Und ich schmeiße dich ab. Inspiration, da fällt auch noch. Inspiration? Wobei, da steht auf der Dresung. Steht da, glaube ich. Ja. Inspiration. Ah, du musst das gelbe Mana aber abgeben dafür, gell? Ja. Ach, danke. Sascha. Du musst das gelbe Mana abgeben. Ah, sorry. Okay. Also zum Beispiel auf die Rückseite gehen, dann ist es vorne vielleicht. Ja, und das ist ein zusätzlicher Schritt. Gut, dann bin ich. Und ich schmeiß die ab als Sammler. Blau ist doppelt geschützt. Blau ist doppelt geschützt, das ist der Böll. Voll schön. Ich zahle gelb, natürlich. Ziehe und erhalte einen Mana. Ich nehme violett. Bekomme auf jeden Fall das, und jetzt überlege ich, ob ich die Karte ausspielen möchte. Du, es passt schon. Man kann auch Monofarbe sehr gut, ich spiele die aus. Sehr violett hier. Ich zahle ein violettes und kann zwei Karten ziehen und mir eine behalten davon. Mhm. Was? Du gibst dir gelb aus. Also, nein, ist weiter. Und aktiviere eine Aktionskarte. Was? Behalte ein, das kommt noch dazu. Okay, ja, danke. Scheiß dich nicht. Ich nehme das. Oder Ablage wahrscheinlich. Und jetzt kann ich auch eine Karte. Das war so schräg. Jetzt kann ich auch was aktivieren. Genau, eine Aktionskarte. Eine Karte aus der Aktionsleiste. Also aus der Aktionsleiste. Dann nur auch eine von unten. Eine Karte auf der Aktionsleiste. Dann muss ich gelb aktivieren. Aber das ist hinter. Jetzt haben wir mal nicht. Gut, das heißt, ich muss jetzt blau ausgeben. Jetzt, Moment, ja, jetzt kommt die Inspiration. Also jetzt kommt die Inspiration Phase. Mit mir, was haben wir denn da für einen Trick? Ich gebe die weg. Marone macht ein Weißer. Eine Weiße. Marone macht halt ein Mann in dieser Frage. Gut, befördern heißt wahrscheinlich permanenten Helfer nehmen, oder? Zum Assistenten, genau. Also das, glaube ich, kann mich noch nicht, das war nämlich als Wording. Gut, ich spiele also die Schwarze aus als Helfer, muss eins zahlen und befördere eine vergangene Karte. Die hier. Ich habe kurz eine... Bin ich? Ja. Hier steht, erhalte pro Handkarte einmal in dieser Farbe. Diese ist... Die gilt nicht, nein. Was? Die gilt nicht. Ja, ja, aber welche... Was für Mana bekomme ich? Drei gelbe oder von jeder Farbe? Jeder Farbe, der Handkarten. Die jeweiligen Handkarten. Passt, ich spiele es aus. Bekomme ein violettes, ein grünes und ein rotes. Also, was ist wieder aus? Das ist für OP-Karten. Bin es zu stark?
Achso, danke. Du kannst. Ich habe es generell die gelben Uhr stark gefunden, weil auch das ist. Ziehen, Mana und aktivieren gleich. Für die Kosten eigentlich stopp. Relativ. Du weißt ja nicht, was auf der Rückseite ist. Ja, also das heißt, im schlimmsten Fall hast du nur zwei Mana dieser Farbe. Okay. Ich gebe dieses Mana aus. Du zahlst ja ein Mana dafür. Quasi im Endeffekt ein Mana plus. Ich gebe ein grünes aus, wähle eine Handkarte. Und die spiele ich auch aus, die dann weggeworfen wird. Inspiration. Genau, die sind auch weg, ja. Wähle eine Handkarte. Dann halte eine Ruine dieser Farbe. Ruine? Halt den Mana dieser Farbe, aktiviere die Karte und löse sie dann nach. Okay, also nehme ich eine. Man darf nicht gucken, was drunter ist. Ich wollte nur wissen, wie das die blaue Farbe ausschaut. Die blaue kann ich nicht nehmen, weil es ja keine mehr gibt. Das heißt, ich kann eben auch die Lila nehmen. Korrekt. Ich meine, du kannst sagen, du nimmst eine blaue Rune und gehst leer aus, aber es wäre nicht so. So, und der Halter. Die eine Fliege ist aber auch, gell? Der Halter, ja. Eine Rune dieser Farbe. So, die kommt jetzt weg. Bin jetzt nicht quasi auch dran, also könnte ich jetzt auch eine Rune. Du bist doch am Zug, ja. Also ich könnte jetzt auch eine Rune ausgeben, um zu sagen, ich mache das. Und Rune war, halt ein Mann dieser Farbe, aktiviert die Karte und wirf sie danach ab. Also Runen können wir wann ausgeben? Wurscht. Wenn du dran bist. Für? Rune kann ich. Du gibst die Rune dann ab. Für ein Mana diese Farbe aktivieren. Also das ist ein so eine Mini-Inspiration. Also, und wir haben okay. Eine Karte derselben Farbe, das wäre diese hier oder die hier. Dann erhalte ich einen Mana dieser Farbe, okay, aktiviere ich die Karte, okay. Hm, ne. Und werf sie danach. Genau. Okay, ich probiere es einfach mal. Austesten. Ich nehme diese Rune. Und ich weg. Kommt in jeder Mana. Dann aktiviere. Kann er beide machen? Ich dachte, eine von den beiden. Entweder ein Mana oder Karte aktivieren. Na, steht da, ich erhalte ein Mana dieser Farbe. Aktiviert. Ich werde jetzt mal aktivieren, um noch ein zweites zu bekommen. Beides. Aber ich könnte jetzt auch einfach ganz witzig. Das macht nicht so viel Sinn hier. Aber es ist witzig. Scheiße. Alles, was witzig ist, machen wir. Scheiße, ich will nur einen rein. Super. Genau, scheiße, einen rein. Ist ein bisschen scheiße. Das macht nicht so viel Sinn. Egal. Egal. Wenn ich jetzt das andere nehme, explodiert es, wenn ich das mache. Ja, ich will einfach ziehen. So, mach das hier. Kostet ein Mana. Ich vertausche die Positionen von zwei Aktionskarten und ziehe eine. Nein, für dich ist es super. Wieso? Ja. Schau mal. Game Designer, bitte kann ich nichts geben. Okay. Komm. Ja, passt. First-Timer-Bonus. Ja, hast du recht. Für mich ist es eh gut, weil... Kannst du mal Bounty rüberschmeißen, dann halte ich die Klappe. Bounty. Hinter Bier und der Kuss. Weil ich so... Ah, das soll jetzt gut sein, ich hab's nicht so ganz gesehen. Nein, du kannst ruhig helfen. Du kannst Aktionskarten verdorfen. Die Frage, was du da hast. Ich kann keine Aktionskarten verdorfen. Aber es hat nicht was wie ein großartiger Weg. Die beiden vertauscht, kann keiner die machen. Weil keiner... Genug Dings? Richtig, du bist aber inklusive keiner. Du kannst wirklich schon so reißen. Schau, die kriegt zwei rotes Mana. Eins. Zwei. Was? Eins, stimmt, eins. Ja. Ich meine, du kannst den Stefan zur Explosion bringen. Was? Also du hast genug. Hey, ich kann den Stefan zur Explosion bringen. Naja, wenn du die beiden tauscht. Genau. Nicht. Wenn du einen tauscht, kriegt der Stefan zwei rotes Mana und explodiert. Und du nicht? Nein. Aber dann gibt es kein gelbes Mana. Ja, doch. Ja. Also aber wir wollen gelbes Mana. Ja, dann kann es Annahme nicht erfüllen. Doch. Und er hat zumindest einmal zwei Sensen weniger. Was nicht nur das ist, sondern wir alle behalten uns einen Gedanken. Das ist, glaube ich, der wesentlich interessantere Aspekt. Wir behalten uns was? Wenn wir das alle erfüllen können, was ja momentan der Fall wäre, kommt sie nicht einmal rauf in die Leiste. Das heißt, wir geben zwar nur unser Gewinn drauf, aber wir kriegen es gleich wieder zurück. Das heißt, wir haben alle am Ende der Runde keinen Bonus. Ach so. Wenn zumindest einer nicht erfüllen kann, gibt es am Ende der Runde noch einen Bonus für alle, die es erfüllt haben. Genau. Also, es trifft wenigstens an. Ich bin der Schüler. Ich bin der nicht so wie der ist. Nein, passt. Ist gut so. Probier es einfach mal damit. Steffi ist ja so ein Profi im Spiel, der jetzt sich doch sowas nicht abhalten muss. Ich bin nämlich keiner, der normalerweise schaut, was andere machen. Das ist ein Spiel, ja. Die kommt weg und ich ziehe jetzt eine. Genau. Es gibt immer nur Lila hier. Schwarz, wenn ich komme. Er ist langweilig.
Okay. Schleich dich. Oh, ja, cool. Und jetzt könnte ich die Ridge einfach noch, weil ich immer noch dran bin, das auch noch machen. Ja, wenn ich das nicht blocken soll, wenn ich die Ridge einfach mal. Na, dann wird schon wohl knapp. Ah, nein, das wird Sie müssen in der Inspirationsphase, oder? Ja, ist ja Flo noch in der Inspirationsphase. Ja, ich bin jetzt fertig. So, jetzt. Jetzt ist, genau, Schützblau. Jetzt gebe ich Blau aus. Ja. Schütz das und kriegst es gleich wieder. Schütz Blau und kriegst es. Wo ist da der Sinn dahinter? Quasi, du schützt es, ohne tatsächlich Mana zu verlieren. Aber du musst das Blau haben. Genau. Wenn du es nicht hast, bringt es ja nichts. Und es gibt zum Beispiel so Karten, wo du zum Beispiel sowas aktivieren kannst und den Kosten ignorieren, weil dann kriegst du mehr und es noch. Ja, ist schon klar. Na gut, jeder bekommt zwei Rote. Jeder bekommt zwei Rote. Ich würde es spannender finden, wenn ich andere Farbe kriege, aber trotzdem mit Blau zahlen muss. Also, dass ich Blau angebe und nachher wieder Blau kriege. Das gibt ein Preis. Also die Karte hat jede Farbe in deren Farbe. Okay, dann haben wir jetzt die beiden Rot gemacht, alle haben zwei Rote und jetzt kommt die letzte. Also alle haben zwei Rote. Genau. Da fange jetzt beim letzten an, da gebe ich einfach 1, 2, 3 Rote und ein Blaues aus und kriege zwei Essenz. Das darf dann auf und legst ein Hirn drauf. Okay, dann eigentlich drauf. Alle vorschieben außer du. Genau. Ja. Du hast 1, 2, 3. Ey, ich bin gerade, ich behalte sogar einen. Alter. Und dein Hirn drauf. Ich? Wo? Weil du den Denker erfüllst. Ah, so kommen die Hirne. Ja, ist aber eine Handkarte zusätzlich haben, oder? Mhm. Sorry? Eine Handkarte zusätzlich. Das, ja. Yes. Nein, das ist ein Symbol. Ja, ja, eine Karte ziehen. Dahin. Okay, jetzt kommt wieder die Inspiration. Ein Ziehen oder ein Zwischen haben ziehen. Dürfen? Ziehen. Okay. Dann muss man denken. Oh, aber guter Punkt, die Chronographie kann man auch noch hin. Gibt eh nicht so viele Symbole. Ja. Es gibt genau die Mana-Symbole, Essenz-Symbol und das Karten-Zieh-Symbol. Ja. Runensymbol. Ja, ja, guter Punkt, ja. Wobei, die stehen eh vorne auf eurem. Ja, vor allem das X und das ist gleich. Aber ja. Ja, ist gleich. Das ist ah, schön. Okay. Gut. Inspiriere uns. Ich inspiriere mich. Mhm. Ich gebe das eine. Wie geht es denn nachher weiter? Von da geht es dann daher, oder? Ja, wirklich. Man darf den Mund nicht aufmachen, weil sonst gibt es rein. Aber das dann wäre es wenigstens weg. Erst wenn wir alle durch sind. Ja, ich bin überlegen, ich kann nur eine Inspiration spielen, was nehme ich mit für eine Karte? Ja, kannst du auch nur welche Karten was bringen? Nehmen wir mal grau, dass ich mehr graue da habe. Na, graue Rune, oder? Zieh eins, also Rune, eine Runde. Eine Runde? Eine Runde. Ja, das ist schwarz, das ist leider nur missglückt, das andere ist grau. Also, das ist grau. Entschuldigung. Kann ich diese Bonusaktion noch am Anfang meines Zuges machen? Ja, du möchtest nicht dazu. Du musst nur im Zug sein. Gut. Mhm. Mhm. Jetzt kriegt mir noch nicht sehr, ich kann eine blaue Karte haben. Tja, ich spiele die. Bist du fertig, Sascha, oder? Ganz kurz. Okay. Okay. Ein Manga in dieser Farbe. Ein Mana dieser Farbe aktiviert die Karte und wirft sie danach ab. Aha, das ist Farbe. Nö, kann ich im Moment nichts machen. Also die schmeiß ich ab. Ich kann nichts machen. Zahle ein grünes Mana, aktiviere den Helfer hier. Der lässt mich einen Sammler auf der Aktionsleiste drehen und ein Mana dieser Farbe nehmen. Ich drehe den gelben, weil das drehen heißt auf umdrehen und du darfst eine Seite aussuchen. Es ist ja wurscht. Es ist eh wurscht, ja. Ich will nur das Mana haben. Genau. Dann aktiviere ich nämlich meinen permanenten Helfer. Dafür gebe ich mein gelbes Mana aus. Kann man auch. Das ist ja auch eine Karte. Kannst quasi vorher reinschleißen. Voll, voll. Okay. Schwarz, aber nicht so risky. Auf jeden Fall, ja. Ich glaube, man bekommt keinen. Ey, nimm mal Lila. Jetzt sind nur den lila Stab drin. Ja, das hab ich jetzt angepickt. Naja, aber nur von. Bist du gern? Spielt dir noch andere außer lila Karte. Die spiele ich gleich als Sammler auch noch aus und nehme noch ein zweites Mal. Ja. Ich spiele das hier aus, ich zahle ein Violettes.
erhalte das Plus und ein graues. Ich spiele das lieber aus, erhalte ein Leben des Schützes. Mhm. Gut, Runde vorbei. So, wie du machst du die Aufräumphase machen? Okay. Wir öfter. Ja, warte mal, Aufräumphase, die dann so, wieder aufgeben. Oder? Der das kommt auch nicht da oben. Oh, nee, das ist. Die kommen alle weg. Die kommen alle weg, bis auf den Denker, der raufkommt. Der gehört dann auch. So, wenn jetzt kommt das Schwein. Und die Vorstellung, das ist übersprungen in der ersten Runde, oder? Also es wird nichts abgeworfen, aber es wird jetzt auch Karten auf. So. Setze ihn oder verschiebe beliebig viele Gedanken. Genau. Plus eins. Plus eins. Das muss man überlegen, wie ich das dann handhabe, aber. Mana-Kosten können auch mit dem Punkt. Mana-Kosten können auch mit dem Abwerfen von Handleuten, weil die werden Farbe bezahlt werden. Ignoriere alle Voraussetzungen beim Denken. Beim Denken, oder? Ja. Ich habe es gerade noch nicht so gelesen, aber ignoriere alle Voraussetzungen beim Denken ist eine schöne Aussage. Schütze mir halt einmal eine beliebige Farbe, alt plus oder minus und. Und oben sieht es immer mal die Effekte. Und das, die habe ich dann quasi. Ich mache jetzt. Genau. Du darfst jetzt, du kannst jetzt sagen. Das ist, kann ich das machen. Achso, naja, dabei können wir jetzt, fahren wir eigentlich hier aufs nächste. Genau. Jetzt könnte jemand noch einen Deckel erfüllen, aber ich glaube, wir haben alle die Voraussetzungen nicht. Wir haben alle verschwarzt, oder? Wenn ich die habe ich nicht. Genau. Du kannst, ja. Gut. Das heißt, wir haben die Phase, da sind wir jetzt, keiner kann was erfüllen, offensichtlicherweise. Gehen in die nächste. Und jetzt kannst du mit dir startend entweder eine Forschungskarte aus der Reihe nehmen oder du ziehst zwei, behaltest eine und legst eine ab. Also wenn jemand mehr Essenz, kann man das öfters machen als einmal? Ja. Das heißt, wenn wir diese alle gepasst haben, die Cent muss ich auch geben. Nein, ja, wenn du das machen möchtest. Musst du nicht, du musst die haben. Du beanspruchst sie. Ja. Wenn du das vor dir liegen hast, kannst du nachher keinen Joker mehr nehmen, wenn du nur drei Essenz zum Beispiel hast. Aber du hast fünf. Du musst nachher dann für dich zählen, wie viel Essenz hast du schon quasi investiert. Vielleicht macht er eine verwendete Essenzleiste oder so eine. Ich habe einfach nur so einen Cube, der mitläuft. Daneben. Was bedeutet das durchgestrichene? Du kannst ihn nicht zu einem Helfer gefördert haben. Joker dürfen keine Assistenten werden. Das war leider schon. Also bei Denkern, die Voraussetzungen sind das, oder? Nein, die Voraussetzungen sind, das zum Beispiel. Ich habe eine Rune und zwei weißer Kasten. Die weißen Kisten. Aber jetzt in der Phase darf man nur eine einzige Forschungskarte bekommen. Theoretisch könntest du dir nehmen, hättest du die Kapazität. Hättest du jetzt schon 6 Essenz. Kannst du gleich zwei auf einmal nehmen. Aber wie ist das jetzt zum Beispiel, wenn jetzt angenommen schon 9 Essenz frei hat, und er nimmt jetzt 3 weg, da kriege ich ja gar keinen mehr. Naja, du hast immer die Option, 2 zu ziehen, eine. Aber dann habe ich halt die Option, dann muss ich das machen. Wenn jetzt alle anderen eine. Natürlich. Das ist das eine Essenz mittlerweile, oder? Genau. Aber kommt, ist noch nicht vollkommen. Ja, kannst du auch ziehen und dann eine von denen aussuchen. Weil im schlimmsten Fall kannst du in der nächsten Forschungsphase die Karte abwerfen und die quasi wieder eine neue ziehen. Okay. Das heißt, selbst wenn du jetzt nicht den besten Effekt hast von einer Random-Karte, wenn dir gar nichts gefällt, nein, ist schon klar. Musst du vielleicht für eine Runde und dann kannst du wieder anschauen. Bei den Jokern kann ich auch so viele nehmen, sie sind immer teurer. Richtig, genau. Also jetzt mit 5 könnte ich durch 2 Joker nehmen. Ganz gut. Das heißt, ich bin jetzt dran. Ja, weil die Joker nehmen wir eindeutig diese. Sind die verträgt oder? Nein, offen. Und wenn ich die Joker benutze, kommen sie wieder zurück. Ganz gut. Das war mal ein random. Ich schau nur zu. Lüge zu. Nein, ich schau nicht, dass ich habe. Ich geh schon auf. Die Reaktionskarte hat den Markt aktiviert. Bevor dann wann hilft, oder? Die kann ich aber zusätzlich spielen. Natürlich. Und nicht spielen, du aktivierst sie, aber die bleibt bei dir. Also kannst du mit jeder Inspiration spielen. Ja. Also, das ist dann halt nur, dass ich die gespielt habe. Ja, wobei, denk natürlich dran, es gibt 2 Inspirationen, das kannst du zweimal pro Runde aufmachen. Mit Legeforschungskarten zurück in die Auslage,
Ist gemeint, die übrig geblieben sind hier. Nein, du kannst welche von dir, glaube ich, die genau. Nicht mehr benutzen, bis die Dexter zurück. Okay. Nein, und wenn ich mich umgehe, bleiben die bis zum Ende hier, oder? Bis sie abgeräumt werden im Schritt davor. Ach so, okay. Auf einen Ablagenstapel oder drunter? Ablagenstapel. Nein, die du nicht genommen hast, kommt in die Auslage. Ach so, da steht ja nur Lege die. Ja. Legedei. Die kannst du auch noch auswählen. Also hättest du noch. Ich glaube, das ist passiert, weil ich habe die englische Version zuerst gehabt, fertig, habe dann sehr viel übersetzt, aber im Englischen ist es natürlich kürzer. Das ist mit zwei Zeilen ausgegangen, im Deutsch nicht. Verdammt, das ist Deutsch. Entschuldigung? Verdammt, das ist Deutsch. Verdammt, es ist wirklich so eine hässliche Sprache. Aber nochmal eine Frage. Ah, ja, und zwar, angenommen, hier sind Rot und Blau geschützt. Ja, sie gehen übereinander und können sie nachher wieder in der anderen Richtung durchgehen. Aber bei den Jokern ist es, solange ich die habe, ist meine Kapazität erschöpft, aber wenn ich sie ausspiele, habe ich die Kapazität wieder frei. Natürlich, also sofort wieder frei. Aber warte mal, wenn du Mana ausgibst und sie treffen sich auf dem Rückweg wieder, explodiert es schon wieder. Natürlich, klar. Sobald zwei sich berühren, explodiert einer davon. Das ist klar. Ja. Da muss man aufpassen. Ja, das ist ganz witzig. Ja, cool. Ich kenne das war damals nur bei Lila und Grau, oder? Das ist nämlich gut, aber Schwarz-Weiß. Ja, Schwarz-Weiß geht auch noch. Bei Lila und Grau. Wenn Schwarz in der Mitte ist und du weißt, hat oben was bezahlt. Naja, bei Rot-Blau geht es. Aber Grau hatte mal ein Feld mehr, dann ist. Ja, Grau wurde genervt. Alles hatte mal ein Feld mehr. Ja, die erste Variante, die war zu einfach, da hat es gar keine Explosion gegeben. Jetzt ist alles viel knapp. Und es gab diese Quadrate. Ja, urviel weg. Ja. Ich hatte viel mehr Optionen und viel mehr. Ich bin ja, ich habe noch gerade eine Überlegung, ein Ding zu bieten. Nach wie vielen Mal wir das schon? Das wir zum Beispiel, wenn wir alle welche wegnehmen, ich habe keine Möglichkeit, weil eines Cash-Rate-Game. Nehme zwei Forschungskarten und such dir eine davon aus. Vielleicht nehme drei Forschungskarten, such dir eine davon aus, leg eine davon hin und mische eine ab. Weil dann hast du mehr Auswahl, aber die anderen haben auch mehr Auswahl. Ja, also auch Ex-Regel mehr für Sonderfälle. Es kommt nicht. Also ich habe noch nie erlebt. Ich habe noch kein einziges Mal erlebt, dass alle weg sind. Okay, nein, aber nur so zum Nutzen. Ja. Ja. Immer noch raus damit. Ich finde die Idee arsch. Ja, dann finde ich das Idee arsch, aber danke. Dass die Fern- und Nachfolger auch noch mehr zu und dann offene Forschungsstätten. Es soll ja nicht unendlich viel herumliegen. Okay, ja, egal. Sind schon ganz gut eigentlich die Forschungskarten. Ja, du musst nichts machen davor, du kannst einen Joker nehmen. Naja, ich meine auch mit. Die Joker sind halt. Denk nur daran, Joker sind ganz normal Handkarten, sprich, wenn du über deine Handkartenzahl kommst, musst du halt auf 5 kommen. So. Ja, gut, aber klar. Das ist ja. Ich sag's nur Sicherheit. Einen Joker will ich natürlich für Inspiration nehmen. Also, und ich ziehe da muss man nachher die Handkarten nachher, wir ziehen auf 5, ja, am Ende. Nein, im Prinzip am Ende seines Zuges. Also sobald er die Joker genommen hat, müsste er schon reduzieren. Ach so, okay. Aber jetzt habe ich quasi einen, wenn ich jetzt zwei Joker nehme, das ist noch okay. Dann ziehe ich hier. Du ziehst im Prinzip 4 Karten, weil 3 plus 1 ist. Dann ziehe ich noch mal 4 Karten und dann muss ich gleich reduzieren. Dann musst du reduzieren. Das kannst du auch so nicht, ja. Das frei aus. Außer du stoppst dir ein paar Karten in den Ärmel. Hast du jetzt schon dich entschieden, ob du eine Forschungskarte nimmst? Nee, ich überlege gerade, ob ich zwei Joker nehmen soll. Was ist die Frage, ob ich jetzt zwei Joker nehmen? Ich sage jetzt noch, weil ich vorhin erwähnt habe, Joker sind nicht, wie es ausschaut, alle Farben, sondern sie sind farbenlos, hat den Hintergrund, du kannst Joker nicht mit Runen aktivieren. Ja. Aber kannst du wieder random Mana generieren? Ja, das schon. Ja. Aber sie haben nicht alle Farben, sondern keine. Okay. Aber da kriege ich jede. Ach, ich nehme die da. Ich nehme die. Was? So, jetzt kommt ein Joker. Dann hast du vielleicht Joker 1, Joker 2, 3, 4, 5, 6. Kann ich euch in Cola bringen? Das schaut schon mal so leer aus. Ja, wenn du zufälligerweise... Das ist eine Handkarte. Das ist eine Elementarkarte. Hast du genau die genommen, die ich natürlich haben wollte. Was? Nein, nichts. Endlich habe ich einmal gescheitert getroffen. Hä? Hier, für Sami. Lüg nicht. Ich rede immer mit dir, Arnold. Gut so. Gut so. Ja, ich muss passen. Gut. Und da wieder in der Reihenfolge, sprich, ich beginne mit dir. Du ziehst 3 Karten. Irgendwelche plus 4, oder? Plus 1, genau. Die erste Runde ist durch.
Und ich hoffe, ihr seid genauso imponiert davon, wie ich es gewesen bin, als ich es zum ersten Mal spielen durfte. Was in so einem Kopf eines Autos abgehen muss, um so ein Spiel auf den Tisch zu knallen, ich bin echt baff und habe meinen größten Respekt davor. Wie gesagt, das ganze Video würde um die 3 Stunden dauern. Jetzt habt ihr mal meine erste Erklärung gehabt, dann das Let's Play. Ich werde als nächstes das komplette Spiel online stellen, mit Zeitstempel natürlicherweise, wo ihr euch durch das Video vorhandeln könnt. Einmal so dazwischen mal reinschauen, wie entwickelt es sich und vielleicht zum Schluss, wer hat unterm Strich dann das Spiel gewonnen. Und zu guter Letzt kommt dann noch ein drittes Video, ähnlich einem Podcast, denn da habe ich alle an beteiligten Personen nach ihrer Meinung zum Spiel gefragt. Sowohl die Spieler, die das schon öfters gespielt haben, wie auch eben den Spieler, der so wie ich das erste Mal gespielt hat. Und natürlich wollte ich dann auch den Autor zu Wort kommen lassen. Was sagt er zu dem Input, zu dem, was wir eben dem Spiel abgerungen haben, was wir als neue Spieler meinen, was möglicherweise noch verändert werden könnte und was aber alles schon fix ist. Das und noch viel mehr in den nächsten Videos zu Unlimited Power Alchemy. Ich hoffe, ihr seid froh über die Videos, die jetzt kommen, über den Content, über den Mehrwert. Ich freue mich riesig darüber. In diesem Sinne wünsche ich euch viel Spaß beim Spielen. Bleibt gesund, haltet die Ohren steif, High Five und wir sehen uns im nächsten Video. Euer Kapitän, der Brettspielpirat. Pfiat euch!